Het Wiener Burgtheater arriveerde met haar steractrice Judith Holzmeister. Een van haar principes bleek te zijn geen interview. Mira Lasseur kwam in haar beste Duits dan ook niet verder dan een gesprekje over het weer. Frau Holzmeister, waren Sie schon mal in Holland beim Holland Festival? Ja, sehr oft. Gefällt es Ihnen? Also im Holland Festival war ich nur einmal. Nein. Ja. Wann war das? Einmal. Einmal? Ja. Wann war das? Oh Gott. Na, etwa 56, 50 Jahre. Sowas. Also nein, schon ich weiß lange. Nicht. Ja, schon vor 10 Jahren ungefähr. Diese Vorstellung Iphigenien, haben Sie das schon oft gespielt in Wien jetzt? Diese Saison? Oh ja. Ja? Ja. Da war im Mai die Premiere. Im Mai? Ja. Nur. Ja. Und war es ein Erfolg? Oder im April? Ja. April? Das kann ich nicht sagen, es muss das Publikum sagen. Ja, aber wenn Sie mit diesem Vorstellung nach Holland kommen, glaube ich schon, dass es ein Erfolg war. Ja, darf ich Ihnen fragen, waren Sie schon mal in Holland? Ich war nur anlässlich einer Tournee. Aufpassen! Anlässlich einer Tournee in Holland. In Enschede oder Enschede oder wie dieses Enschede? Enschede, ja. Ja, das ist nur ganz weit weg. Ja, das ist ganz weit weg. Und ansonsten habe ich in Amsterdam nie gespielt. Nein. Und in Rotterdam auch nicht. Freut es Ihnen? Ich freue mich sehr. Es ist, im Moment kann ich, erdrückt mich fast die Hitze, nicht? Ja, es ist. Aber sonst, ich freue mich sehr, vor allem auf den Hafen in Rotterdam. Wir haben nie so ein Wetter. Ich dachte, es ist frisch. Ich habe extra keinen Mantel mitgenommen, hatte aber recht. Gehen Sie mit dieser Vorstellung noch in andere Festival? Ja, in Bregenz, das ist in Österreich, und nach Südtirol. Nach? Also Italien. Italien. Italien, ja. Wann ist das? Im September. September, ja. Anlässlich von Hochschulwochen. Da wird es auch wieder heiß. Na, 7. und 8. September. Traumzeit. Geht. Ja, es geht noch, ja. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg danke. In Holland. Und danke.